Huch, mit diesem Besuch hat Königin Margrethe von Dänemark sicherlich nicht gerechnet. Normalerweise werden royale und anderweitig prominente Gäste vorher groß angekündigt, tragen edle Roben und trotzen dem Blitzlichtgewitter vor Schloss Amalienburg. Doch in diesem Fall handelt es sich um einen Besuch besonderer Art, ja sogar tierischer Natur. Eine Entenmama und ihre 11 Küken haben sich doch tatsächlich im Garten hinter dem Palast der 82-Jährigen verirrt und werden zur Touristenattraktion schlechthin. 4 Royal Lifeguards eilen der Entenfamilie zu Hilfe und geleiten sie ganz gekonnt vom Schlossplatz. Vorschriftsgemäß über einen Zebrastreifen, vorbei am Brunnen und schließlich zum Hafen, wo ein Entlein nach dem anderen ins Wasser springt und davon schwimmt. Einen niedlicheren Besuch hat es selten bei den dänischen Royals gegeben.